Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Far Cry 3. Und zwar haben wir in der letzten Episode diesen Turm hier bestiegen und sollen eigentlich zu irgendeinem Holzfällerlager, was sich wahrscheinlich irgendwo da hinten befindet. Allerdings ist mir aufgefallen, dass wir ziemlich viele Waffen frei bekommen in verschiedenen Waffenläden und deswegen habe ich mir überlegt, das einfach mal die holen zu geben. Was ist da unten denn? Oder uns einfach waffentechnisch besser auszustatten. Was uns allerdings dazu fehlt, wie ihr vielleicht seht, wenn ich die Taste gedrückt halte, dass die ganzen Waffenplätze gesperrt sind, die ich, wie ich wahrscheinlich vermute, erstmal mit einem Waffengurt oder sowas verstärken muss. Und dazu brauche ich Ziegen. Und die gehen wir uns jetzt holen. Und ich glaube, hier ist doch schon so ein Vieh, oder? Muss man gar nicht so weit laufen, glaube ich. Was ist das denn? Was war das? Bist du böse? Was ist das denn? Ach, ein Varanvieh. Gut, hat sich ausgejagt, ein Varan. Ich brauche die Ziege erstmal. War das Ziege? Ich hoffe. Ziegenfell, na Gott sei Dank. So, wir sind ja quasi ständig noch Bedrohung ausgesetzt hier in den Bereichen im Dschungel und so. Dann hole ich mir mal hier die ganzen Pflanzen noch, weil die brauchen wir, ich glaube, auch noch. Kaminrotes, weißes oder bisschen grünes wäre mir besser lieber, ehrlich gesagt. Deswegen nehme ich mir das noch hier mit. Ich glaube, wir haben nämlich gar nichts mehr, was das angeht. So, dann gucken wir doch gleich mal in der Herstellung, ob wir jetzt den Waffengurt herstellen können, den ersten schon mal. So, Waffengurt, genau. Benötigt eins, eins Hammer. Bingo. So, robuster Waffengurt, Hirschfell, zwei. Ich würde sagen, wir holen uns das auch noch gleich. Zwei Hirsche. Wo sind denn die Hirsche hier auf der Welt? A Hirsch. Ich suche A Hirsch, da oben ist A Hirsch. Gibt es noch irgendwo welche, wo wir vielleicht irgendwie gleich hinreisen können? Da sind auch Ziegen bei Dr. Earnhardt. Sieht schlecht aus. Ist das ein Hirsch? Das erkennt man gar nicht. Nee, es ist auch eine Ziege nur. Okidok. Ja, dann müssen wir dorthin. Nützt nix. Dann müssen wir fahren. Und dann nehme ich, glaube mal den Schnellreisepunkt gleich. Damit wir das schnellstens hinter uns haben. So, und da sind wir. Und da können wir uns auch gleich eigentlich mal ganz kurz ausstatten. Genau. Wir gehen eh gleich noch in den Laden, aber... Wo zur Hölle geht's denn jetzt hier raus? Hier, okay. Wir gehen da sowieso noch in den Laden gleich, allerdings... besser schon mal ausstatten, finde ich. So, wie wär's, wenn du einsteigst? Genau. So, wo geht's jetzt lang? Upsi. Geradeaus links und dann rechts halten. Okidoki. Na, erstmal querfeldein. Oh mein Gott. Das ist eine gute Idee, war. Es war vielleicht keine so gute Idee. Wie ich vielleicht gerade sehe. Oh, shit. Puh, das war knapp. Das war mehr als knapp. Ich bin, wie gesagt, der Beste, was solche Survival-Spiele angeht. Er verreckt denn nicht so lämmerlich. Lämmerlich. Auf jeden Fall brauche ich erstmal ein Gefährt irgendwie. Ist es irgendwie möglich, dass hier irgendwo ein Auto rumsteht für mich? Na, das wäre echt... Sind das Freunde? Ich hoffe, oder? Habt ihr eine Panne? Ich auch. Mein Auto ist leicht explodiert. Hey, Kollege. Dieses Fahrzeug muss repariert werden, hey, ja. Du, können wir reden? Ja. Yo, hilfst du mir mal? Mein Auto fährt nicht mehr. Ich frag mich, was es wohl zu essen gibt. What?
Grüß dich. Grüß dich. Ja, wie muss ich das machen? Erklärt mir das auch jemand oder Nö, ne? Bra, Ziege. Das esse ich nie wieder. Ja, das ist richtig. Ja, ich kann dich aber leider nicht helfen, weil ich nämlich selber nicht weiß wie, ehrlich gesagt. Und hier ist irgendwo ein grünes Blümchen. Das hole ich mir. So. Ja, das Problem ist, Jungs, ich habe erstens mal keine Ahnung von Technik. Und zweitens bin ich selber gerade auf der Durchreise. Und drittens brauche ich selber ein Auto. Und viertens hoffe ich, dass es so keine Bösen sind. Wo müssen wir hin? Sind wir überhaupt noch auf dem richtigen Weg? Ja. Gut. Mal schnell verbunden aus Versehen. So, ich brauche ein Auto. Und ich hasse Rennen. Also geht mir jetzt ja nicht mit irgendwelchen Rennfahren auf den Senkel, aber ich hole mir derweil mal deine Kiste, die irgendwo rumstehen soll. Aha. Danke. Du bist ein echter Kumpel. Ja, nee, lass mal. Oh nein. Das klingt echt ungesund. Kollege, du, Stopp! Darf ich mal euer Auto benutzen? Genau, ich brauche das nämlich mal. Ich habe nämlich Dinge zu tun, Jungs. Verzeiht mir, aber... Das ist besser für uns alle, wenn ich fahre. Ha! So, hier müssen wir, glaube ich, rechts. Kann das sein? Bingo. So. Vorsicht. Hier scheint es aber schon mal sicherer zu sein. Und da ist auch schon ein Hirschchen. Seid ihr das? Aber wer ist das? Macht doch mal hier so einen Krach, hallo. Du, Bambi. Ich kann mich gar nicht entscheiden, welches. Das hier. Irgendeins müsste mal vielleicht ruhig stehen bleiben. Wäre das möglich? Genau, und du verziehst überhaupt, ne? Oh nein. Ich will doch nur verdammt nochmal einen Hirsch. Na genau, killt mal die ganzen Hunde hier. Und ich schnapp mir dann ein paar. Das sind Drecksviecher, ich sag's euch. Mensch, lad doch nach, du Spasti. Kann ja wohl nicht Warzenschwein. Alter, könntest du einfach mal stehen bleiben? Das sind doch solche nervigen Viecher, oder? Ist ja abnormal. Lecco mio. Da hinten sind Ziegen, Hunde, Viecher, Dinger. Ich treffe doch nie so ein Drecksvieh. Das wird doch nix. Ich glaube, ich bin besser, wenn ich die Viecher einfach mit dem Auto umfahre. Kann das sein? Das klang ungesund. Das klang genau nach meiner Fahrweise, glaube ich. Okay, dann fahren wir halt eins tot. Du, komm mal her. Okay. Wahrscheinlich ist das eine ganz dumme Idee gewesen. Erstmal das und hoffe, du bist jetzt ein Hirsch, weil wenn nicht, drehe ich durch. Perfekt. Dankeschön. So, jetzt brauche ich noch so ein Vieh. Hier haben wir noch so ein tollwütiges Mistvieh irgendwo. Hündchen, komm her, du bist auch meins. Hundefell nehme ich. Haben wir sogar noch drei gebraucht oder so für irgendwas, ne? Ich habe keine Ahnung mehr für was. Ist ja aber erstmal schon scheißegal. Wir haben es und das ist
Gut. Meine Adleraugen. Denen entkommst du nicht, mein Hirsch. So, dankeschön. Ihr seid Freunde hoffentlich. So. Herstellung. Und zwar wollte ich den Waffengurt, den zweiten. Bingo. Robuster Waffengurt. Genau, herstellen. So, jetzt bräuchten wir Haie. Erbten Schaden, kann das sein? Gut, wird nie passieren, dass wir 4 Waffen gleichzeitig tragen. Hey, Jungs. Hi. Na? So, und jetzt gehen wir zum Waffenladen. Ups. Lass mal gucken, wo der war. Der war doch hier, ist ein Laden. Da würde ich sagen, direkt nach Amanaki. So, zurück in Amanaki. Gehen wir direkt zum Waffenladen. Oma, gib mir mal, was du hast. Ich verkaufe erstmal alles. Schnellverkauf. Wow, 23 Dollar, 3 Gegenstände. Das ist alles, was ich verwenden könnte. Okay, supi. Gut. Mich interessiert schon mal der Bogen. Wir hatten nämlich irgendwo genau so einen Recurve-Bogen. Ist verdammt gut, ist verdammt genau, verdammt viel Schaden. Den will ich schon mal haben. Meinetwegen. So, und dann Flammenwerfer. Leuchtpistole, die juckt da überhaupt keinen Menschen. Leuchtpistolen können benutzt werden, um Dinge in Brand zu stellen. Oh, das ist natürlich praktisch. Universalwerkzeug. Acetylen, Sauerstoff, Schweißbrenner, mit dem man alle... Reparatur. Muss ich das auch auf so einen Platz setzen dann, oder wie läuft das? Tatsächlich. Nee, du. Ehrlich gesagt, das ist aber nicht mein Ding. Dann hole ich mir nämlich lieber noch ein Gewehr. Oder sowas. Medizin ist auch nicht schlecht. Eine Körperpanzer ist auch gut. Aber Gewehr, ehrlich gesagt, Aber wir haben doch welche gratis immer, ne? Verfügbar. Hier ist auch zum Beispiel eins. Ein Sturmgewehr. Hier ist... Ist das eine Farmers? Sieht so aus, ha? Oder bilde ich mir das ein? Keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall wie eine Farmers aus. So, gucken wir mal nach Shotguns für den Nahkampf vielleicht. Oh, die können wir uns nicht leisten. 600, okay, die könnten wir uns leisten. Aber die andere ist ja schon weitaus besser. Wir könnten allerdings mal gucken bei dem Bogen. Wo ist denn das jetzt bei? Spezielles Recurve-Bogen. Oh. Ein Scharfschützen-Zielfernrohr. Oder Rotpunkt. Das erhöht natürlich die Reichweite von dem Bogen. Und das andere erheblich die Genauigkeit. Ich glaube, ich bin für das Scharfschützenfernrohr. So, farblich interessiert mich das überhaupt eigentlich wenig. Aber wir könnten uns es leisten, theoretisch. Allerdings bin ich dann eher für Munition und sowas auffüllen. So, und da wir jetzt eh keine Waffe haben, könnten wir das Ding eigentlich auch ausrüsten. Aber vielleicht ist es eher besser, wenn ich mir noch eine Waffe mitnehme, falls die Munition knapp wird. Faustwaffe zum Beispiel, ich weiß nicht. So ein bisschen was von einem Makarov, ne? Auch so ein kleines, süßes... Auch okay eigentlich. Scharfschützengewehre haben wir doch eins frei, genau. Dann nehmen wir noch ein Scharfschützengewehr mit. Wobei das auch sinnlos ist, wie ich finde. LMG, es ist erst... Oh. PKM. Ist alles so gut und so schweineteuer, verdammt. Spezielles. Ein Recurve-Bogen haben wir Gott sei Dank schon mal. Das freut mich, weil der ist echt nützlich. Und ich hätte mich vielleicht schon mal eher um die ganzen
Okay. Ich hätte mich vielleicht eher um den um die Gurte kümmern sollen. Da hätten wir vielleicht die Schiffsmission da mit der Medusa viel einfacher hinbekommen. Wenn wir den einfach mit dem Bogen weggesnappt hätten. Ne? Und dann nehmen wir halt das noch mit. Wobei das auch sinnlos ist. Weil, wenn das, wenn die Munition im einen Sturmgewehr flöten gegangen ist, da werde ich auch gar nicht die andere nicht abfeuern können. Deswegen nehme ich jetzt einfach die Pistole. So, fertig. Verfügbar nehme ich. Schalldämpfer ist aber auch nicht schlecht. Mit Nachtsicht. Ein Schalldämpfer auf dem Ding ist auch gut. Zumal die in dem Spiel überhaupt nichts ausmachen. Bei manchen Spielen geht dann der Schaden weg oder die Reichweite vor allen Dingen. Ja, warum nicht? Dann setz mal das gute Ding hier. Und dann stimmt die Sache. Nein, ich wollte es eigentlich kaufen, danke. Genau, dankeschön. Und so. Gut, hätten wir das auch geklärt. Jetzt gucke ich mal, Munition. 60 Dollar, das passt ja perfekt. Und dann sind wir schon wieder pleite, supi. Jo. So, und jetzt gucken wir noch mal ganz kurz. Wegen Spritzen herstellen und so weiter und so fort. Medizin haben wir 1, genau, supi-dupi. Natürlich ganz beschissen. Sollten wir uns vielleicht mal kümmern. Kampf interessiert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Das ist nicht so mein Zeug, muss ich sagen. Deswegen gucken wir einfach mal, ob wir vielleicht noch irgendwo grünes Zeugs finden. Wenn wir schon dabei sind. Ja, das machen wir auch gleich mit dem. Jetzt mal ganz kurz gucken hier, der Bogen. Oh yeah. Zielen ist rechts. Yeah. Woher weiß ich jetzt, ob das 100 oder 50 Meter sind? Das ist natürlich blöd. Recurve-Bogen. Gucken wir uns mal eben an. Dieser Bogen wurde von den Hunnen, Griechen, Türken, dem Sandmännchen und Dick Cheney benutzt. Wenn eine Zivilisation vom Pferd aus die Welt erobert hat, hatte sie vermutlich Recurve-Bogen dabei. Moderne Recurve-Bogen bestehen aus Fiberglas oder Carbon statt Holz und sind widerstandsfähiger und zuverlässiger. Das ist natürlich interessant. Kokainformel, ja, das ist ja interessant. So. Was ist das jetzt noch? Oh Gott, so viel zu lesen. Nein, das ist ja echt uninteressant. So. Handbuch. Wer braucht denn schon Handbücher? Nur 5 Pfeile habe ich damit. Naja, so toll ist es jetzt auch nicht. So, aber auf jeden Fall brauchen wir jetzt unbedingt noch ein bisschen Gras. Deswegen werde ich sagen, dass wir jetzt noch ein bisschen gucken. Unsere Spritzen noch ein bisschen auffüllen und so weiter, damit wir hier angenehm durch die folgende Mission kommen. Und ja. So, da habe ich mal zwischendrin gespeichert, weil ich ein Schisser bin. Falls wir jetzt wieder vom Tiger angefallen werden und so weiter, laden wir einfach mal da wieder, wo wir gerade aufgehört haben. Und da würde ich sagen, schnappen wir uns hier die Möhre. Hallo? Und gucken mal nach ein bisschen. Das klang so schon wieder ekelhaft. Los weg hier. So, und ich hoffe mal, dass die jetzt kein Auto da haben, um mich zu verfolgen. Das wäre echt blöd. Gott sei Dank. So, wo ist denn jetzt hier bitte schön Gras? Das Grüne vor allen Dingen benötigen wir. Dringendst. Muss ich sagen, dringendst. Aber das interessiert mich ja auch, ehrlich gesagt. Und da ist auch schon grünes Gras, seht ihr? Mitten am Dorf.
So ein grünes Blatt. Hätten wir schon mal eins. Und da würde ich sagen, da fangen wir in der nächsten Episode die nächste Mission an, wo man ja irgendein Munitionslager oder Holzfällerlager oder sowas durchsuchen sollen. Bin ich hier im gegnerischen? Nein, ich bin bei uns zu Hause. Okay. Die Musik hat nämlich ein bisschen was von Angriffs Flair gehabt. So, ich will doch nur ein bisschen Gras. Ein bisschen Gras muss sein. Dann ist die Welt voll Sonnenschein. Da drüben ist grünes Gras. So, ich weiß gar nicht, wie viel ich überhaupt tragen kann von dem scheiß Gras. Aber wir nehmen einfach mal so viel wir können. Und wenn wir schon hier sind, nehmen wir das auch noch mit. Right? Right. So. So, dann machen wir die Episode vielleicht ein bisschen Überlänge. Wäre auch cool, wenn ich jetzt wüsste, wo hier vielleicht ein Haiviech ist für den Munitionsgürtel. Da ist zum Beispiel einer. Okay, Jungs, ich speichere. Mach ruhig. So, speichert. Gott sei Dank. Und dann würde ich sagen, begeben wir uns mal in die Höhle des Hais. Wenn wir jetzt nicht gestört werden von diesen Idioten da hinten. Gott sei Dank, die biegen ab. So. Gut, was muss ich machen? Ist die Frage. Geht das auch mit dem Bogen? Okay, das juckt den Scheißdreck, glaube ich. Müssen wir jetzt zu dem Schwimmen gehen oder was müssen wir jetzt machen mit dem? Kann man auch von dem Ding aus schießen? Oder müssen wir wahrscheinlich das nehmen? Jetski, bla bla bla. Okay, supi. Bis unter die Zähne bewaffnet mit Jetski gefahren. Nein, bin ich noch nicht. Habe ich jetzt auch nicht so das Verlangen danach, muss ich sagen. Nur für den Hai halt. Der da hinten rumschwimmt. So, da müssen wir hin. Hallo Hai. Ist er jetzt tot? Haben wir ihn erwischt? Nein, wahrscheinlich nicht. Wo ist denn das Drecksvieh hin? Auf jeden Fall macht Spaß, muss ich sagen. Allerdings wüsste ich gern, wo der Hai ist. Da hinten ist er, ich glaube. Da habe ich ihn irgendwo gesehen. Ist jetzt untergetaucht, die Sau. Sieht so aus. Shut up. Oh, fuck, die fuck, fuck. Genau, gehen wir zu dem Hai. So, wer ist das dort hinten? Der hat mich schon wieder erwischt. Oh, fuck. Bin ja genau bei den Gegnern gelandet. Wir können lieber mal die Hunde anständig füttern hier. Ich brauche unbedingt so ein scheiß Haizeug. Wenn ich nicht so einen Schiss hätte davor. Weil das ist sogar ganz cool. Und jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich hier nicht mehr vom Fleck komme, oder? Kann man die schieben? Hm.
Natürlich die Idioten jetzt dort. Haut ab, Jungs. So gut, dann gehen wir mal schwimmen, würde ich sagen. Und wir speichern erstmal, weil ich nämlich Schiss hab. Na ja, mach mal. Danke. Und dann gehen wir schwimmen. Und jeder weiß, wie ich Schiss vor diesen verblödeten Haiviechern hab. Ich gucke am besten gar nicht hin. Ich gucke weg. Und guck weg. Und guck weg. Vor allen Dingen, das ist die beste Variante, die man machen kann. Weil ich nämlich Schiss habe, dass mich gleich so ein dreckiger, verfickter Hai attackiert. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Dö 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 dö. Okay, ich bin jetzt wirklich hier lang geschwommen. Da ist er doch. Hallo, hi. Hi, komm mal her. Hallo, hi. Hi, hi. Wollt ihr oder könnt ihr nicht? Okay, die Musik sitzt ein, ich glaube, die wollen doch. Richtig? Das sind wir irgendwie killen können, oder? Jetzt decken wir uns mal drauf an, Leute. Der ist wirklich tot. Wie hab ich denn das gemacht? So, ich hoffe jetzt nicht, dass ich jetzt angegriffen werde von diesen Drecksviechern. Weil wahrscheinlich haben die jetzt Blut gerochen, jetzt kommen die alle dahin und wollen mich töten, natürlich. Halleluja, ich hab's geschafft. Ja, hä, da guckst du. Mein Kumpel. So, aber wir wollen sie nicht drauf anlegen. Deswegen gucken wir jetzt eben in der Herstellung ganz kurz nach dem... Sag mir nicht, dass ich jetzt zwei Hai-Dinger brauche. Benötigst tatsächlich zwei, natürlich. Gut, dann nochmal das ganze Spielchen. Würdest du bitte sterben? Das ist schon blöd, weil hier sind gleich zwei davon. Okay, kann ich die irgendwie so töten vielleicht? Dum, 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 dum. Komm her, du Vieh. Ein bisschen für die Action sorgen hier. Genau. Ich hasse euch. Das ist wahrscheinlich zu nah am Ufer, dass die mich dann daherkommen, oder wie? Ja, ich bin ein Schisser. Wenn ich jetzt wüsste, welcher verblödete Hai das war, wäre mir auch lieber. Und ich habe null fucking Munition, deswegen ist das ein bisschen blöd gerade. Hm. War das jetzt gut? Glaube nicht. Na, komm mal her, du Vieh. Also ich habe noch die Pistole, stimmt ja. Die mir aber nichts nützt unter Wasser, glaube ich. Aber wir können alles gleich mal ausprobieren, das ist das Gute. So, da ist der Hai. Hallöchen, Hai. Hi, hi. Mensch, mach doch hin, Junge. Lad doch mal nach jetzt und hör auf rumzuschwimmen.
So geil ist er jetzt auch nicht. Perfekt. So, komm, wir haben ihn. Schnell holen wir uns das Viechen. Und dann verziehen wir uns wieder. So, genau. Steck ein das Ding und dann weg. Weg, 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 weg. Genau, starker Waffengurt. So, jetzt haben wir nämlich schon mal das Update. Perfekt, und jetzt können wir nämlich erstmal herstellen. Den Waffengurt, genau, starker Waffengurt, bingo. Und schon können wir uns mal die Haie am Popo lecken. Genau, so den ganzen Scheiß. Herstellung, Medizin kann man jetzt noch herstellen, ein paar. Bingo. So. Genau. Hätten wir das. Brauchen wir bloß noch irgendwie sowas wie Geld, damit wir uns ausstatten können mit Munition, weil wir sind nämlich ratzefatze leer. Deswegen ist denen entgegenzufahren vielleicht ein bisschen dumm. Deswegen würde ich sagen, wir begeben uns mal per Schnellreise nach Amanaki und gucken, was wir dort noch zu kaufen haben. Zu verkaufen vielleicht auch. Wird wohl eher nichts sein. Deswegen müssen wir uns jetzt vielleicht darum kümmern, wie wir an Geld kommen auch noch. Wir gucken mal. Die Faustwaffe haben wir ja ausgerüstet, ist ja kein Ding. Die Scorpio könnten wir, die haben wir ausgerüstet, stimmt, da brauchen wir keine Scorpio. Dann nehmen wir jetzt noch eine Shotgun, wenn wir eine hätten, aber wir haben keine. Verdammt. Die sind alle verfügbar, das ist gut. Haben wir aber, ich glaube, schon ausgerüstet, richtig? Nein, okay, dann nehmen wir natürlich die Kalaschnikow noch. Vielleicht wäre auch besser gewesen, jetzt nochmal das Universalwerkzeug zu nehmen, lieber, oder? Ausrüsten. Da. So. Haben wir das jetzt? Gut. Bingo. Gut, Munition haben wir aber keine, richtig? Für 7 Dollar werden wir, ich glaube, auch nichts bekommen. Nicht genug Geld. Ja, das ist natürlich problematisch. Wir gucken mal bei der Oma, ob die uns was abkaufen will, vielleicht von den ganzen Fell-Scheißdreck. Hallo. Lass mich in dein Haus. So. Verkaufen, sortieren. Wie sortiert man denn was? Vor allem wonach, ist die Frage. Hm. So, wie wär's, wenn ihr mir Munition gibt? Diese Funktürme online. Ohne die kann ich nichts aus den abgelegenen Röhren bestellen. Und glaub mir, die haben genau. So, ich habe gerade nachgeguckt und zwar brauchen wir für einen Ziegenköcher vielleicht noch eine Ziege irgendwo. Ach, was für einen Ziegenköcher. Mhm. Vielleicht für einen Pfeilköcher brauchen wir eine Ziege. Die gehen wir jetzt jagen. Mit 17 Schuss. So, allerdings können wir auch mal die Mission hier eigentlich machen. Da kriegen wir auch ein bisschen Kohle wieder, glaube ich. Aber jetzt gehen wir erstmal die Ziege ganz kurz jagen. Und dann kümmern wir uns um dieses komische Kreuz hier. Erstmal speichern, weil wir haben alles geschafft soweit. So, dankeschön. Da wär's doof, wenn wir jetzt verrecken würden. Ein bisschen ausgestattet heute. Ist natürlich vielleicht langweilig und auch nervig und ich kann verstehen, wenn die Episode dann nicht bis zum Schluss geguckt wird. Völlig okay. Aber gehört nun mal dazu zu dem Spiel, dass man sich anständig ausstattet. Okay, hier verziehen wir uns wieder.
Hätte ich jetzt Munition gehabt genügend, wäre das überhaupt kein Problem gewesen. Aber so ist es recht sinnlos. Da ist niemandem geholfen, wenn wir uns da opfern. Gut. Super. Na dann würde ich sagen, machen wir uns erstmal hier auf die Mission. Gucken wir erstmal, ob der ein bisschen... Ja, super. Ein fucking Dollar. Der ist ja Wahnsinn. Gut, dann gucken wir mal die Mission an. Und zwar in der nächsten Episode. Danke fürs Zusehen. Macht's gut und tschüss.